Das ist Kias neueste Errungenschaft, der neue Kia e-Soul. Die dritte Generation des kantigen Kultautos feierte auf dem Genfer Automobilsalon 2019 ihre Europa-Premiere. Nachdem Kia 2014 die Elektroversion Soul EV eingeführt hat, wird die neue Generation des Crossovers in Europa nun nur noch mit Elektroantrieb angeboten und trägt künftig den Namen e-Soul. Es ist bereits das dritte weltweit vermarktete E-Mobil der Marke und besitzt, wie der jüngst gestartete Kia e-Niro mit bis zu 452 Kilometern echter Reichweite und standardmäßigem Schnellladeanschluss echte Langstreckenqualitäten. Wir haben uns den kleinen Koreaner oder auch kantigen Koreaner näher angeschaut. Statt großer Scheinwerfer blickt uns der neue e-Soul mit verruchten und schmalen LED-Leuchten an. Den typischen Tiger-Nose-Grill sucht man ebenfalls vergebens. Unter einem dünnen Reflektorband befindet sich lediglich der Ladestecker. Tiefgelegene Lufteinlässe und seitliche Tagfahrlichter runden die bullige Front ab. Zwar ist der Koreaner mit seinen 4,20 Meter um 55 mm länger als sein Vorgänger, an der kastigen Grundarchitektur hat sich allerdings nichts verändert. Auch am Heck hat sich einiges geändert. Wie man hier sieht, die Heckscheibe ist umrahmt von Heckleuchten. Das sieht ein bisschen futuristisch aus, ist Geschmackssache, ob man das mag oder nicht. Aber wie man auch schön sehen kann, diese kastige Grundarchitektur, die ist geblieben vom Kia e-Soul. Bezüglich seines Platzangebotes muss sich der Kia e-Soul nicht verstecken. Auch hinten sitzt es sich für diese Fahrzeuggröße recht ordentlich und auch das Kofferraumvolumen mit 315 bis 1339 Litern kann als alltagstauglich bezeichnet werden. Den Ladeboden nach unten klappen und die Sitzlehne nach vorne, dann ist es aber nicht ebenerdig, aber dann sind 1339 Liter möglich. Beide Kia-Modelle, Kia e-Niro als auch Kia e-Soul hier, teilen sich eine Plattform. Das wohl größte Gegenargument zu Elektroautos ist die bis dato eher geringe Reichweite der Fahrzeuge. Die zweite Generation des e-Soul setzt allerdings neue Maßstäbe, ganz genauso wie der Kia e-Niro übrigens. So ist die 136 PS starke Basisversion mit einer 39,2 Kilowattstunden Batterie ausgestattet und kann eine Reichweite von 276 Kilometer laut Datenblatt ermöglichen. Bei unseren Fahrtests mit dem Kia e-Niro mit der höheren Kapazität konnten diese auf dem Datenblatt niedergeschriebenen Werte tatsächlich erreicht werden. Die Top-Version ist da schon wesentlich interessanter. 204 PS und 452 Kilometer Reichweite dank der 64 Kilowattstunden Batterie können sich durchaus sehen lassen. Bei unserer Testfahrt wurde unsere Frage nach einer Ladekarte belächelt und uns wurde relativ schnell klar, weshalb. Denn selbst mit Klimaanlage und sportlicher Fahrweise waren nach 90 Kilometern Fahrt immer noch 340 Kilometer Restreichweite übrig. Ja genau, und hier vorne im Cockpit hat sich auch einiges getan. Als erstes sieht man gleich, dass was von uns oft kritisiert wurde in anderen Videos bei Kia, ist der Screen hier vorne, der ist um einiges größer geworden, der ist jetzt 10,2 Zoll groß. Das heißt, da sieht man schon ziemlich gut jetzt drauf und der ist eine Neuheit im Kia. Das wird es jetzt in den nächsten Kia-Modellen auch geben. Ja, erwähnenswert ist auch, abgesehen davon, dass der Bildschirm jetzt größer ist, dass man jetzt online ist und ab Kauf 7 Jahre. Das heißt, das muss man nicht zusätzlich zahlen.
und somit kann man Karten abrufen, die nächstverfügbare Tanksäule. In der Mitte des Cockpits feiert ein völlig neues Infotainment-System sein Debüt. Das voll vernetzte Telematiksystem UVO soll künftig auch in weiteren Modellen eingesetzt werden. Als erstes im Kia e-Niro im überarbeiteten. Über einen 10,25 Zoll Touchscreen lassen sich damit Echtzeit-Verkehrsinformationen abrufen, Fahrzeugdiagnosen stellen und für Elektroautos besonders wichtig, die nächste Ladestation finden. Das Navigations- und Multimediasystem ermöglicht standardmäßig Bluetooth-Mehrfachverbindungen. Dadurch können gleichzeitig zwei mobile Geräte in das System eingebunden werden. Darüber hinaus lässt sich der Bildschirm per Splitscreen-Funktion unterteilen, wobei die Teilbereiche mithilfe zahlreicher Widgets ganz individuell konfiguriert werden können. So kann der Fahrer sich zum Beispiel die Fahrtroute oder den Energiefluss des Hybridantriebs anzeigen lassen, während der Beifahrer zugleich nach seinen Lieblingssongs sucht oder die Wetteraussichten checkt. Im Falle des Kia e-Souls ist natürlich kein Hybridantrieb verbaut, sondern ein reiner Elektroantrieb, dies nur als Ergänzung. Über das Infotainment-System werden auch die persönlichen Ladeeinstellungen und die Konfiguration der Ambientebeleuchtung vorgenommen. Eine Smartphone-Schnittstelle über Android Auto oder Apple CarPlay ist in jedem Kia e-Soul Standard. Neben dem zentralen Bildschirm im Armaturenbrett liefert auch die 7 Zoll LCD-Anzeige in der Supervision-Instrumenteneinheit wichtige Fahrerinformationen. Ansonsten, hat sich hier nicht viel geändert, außer hier dieser Automatik-Drehknopf als Schaltwählhebel quasi. Das ist genauso wie im e-Niro. Und hier kann man die Drive-Modi bestimmen. Es gibt drei verschiedene, den Eco-Mode, da ist bei 90 km/h Schluss und die Klimaanlage wird ausgeschaltet, dass man halt besonders sparsam fährt. Dann gibt es den normalen Modus und den Sportmodus, wo halt doch, da geht dann schon einiges weiter. Das Auto ist an und für sich für PS-Junkies nichts, denn es hat in der Version 204 PS, aber die 395 Newtonmeter Drehmoment sollte man nicht außer Acht lassen. Die können schon einiges und die bringen ziemlich viel zum Spaßfaktor bei. Genau, Ilona, denn der Fahrspaß kommt bei einem Elektrofahrzeug selten zu kurz. Nicht nur durch enge Serpentinstraßen zirkelt der e-Soul seinen 1,8 Tonnen schweren Körper wie ein Kunstflugzeug beim Air Race. Trotz Vorderradantrieb ist die Traktion beeindruckend und die Lenkung ruhig. Die 1,8 Tonnen Gewicht fühlt man erstaunlicherweise wenig. Zu gut abgestimmt ist das Fahrwerk, das so sauber kaschiert wie ein MI6-Agent beim Spurenverwischen. Wir sagen es nur ungern, aber so viel Agilität haben wir bei anderen Elektrofahrzeugen, zum Beispiel dem Jaguar I-Pace, der eigentlich auf enorme Sportlichkeit getrimmt ist und laut Jaguar auch auf der Nordschleife abgestimmt wurde, nicht gespürt. Freilich, durchdrehende Vorderräder werden rasch von der Elektronik gezähmt. Das Drehmoment von 395 Newtonmetern ist dann am Ende doch zu viel für die vergleichsweise dünnen Reifen an der Vorderachse. Aber wir beschreiben ja auch kein Sportderivat, sondern eigentlich ein Vernunftsautomobil, das ganz nett ausschaut. Ansonsten, apropos Spaßfaktor, gibt es hier diese VIP-Hebel. Das ist ganz was Neues und damit lässt sich die Rekuperation steuern, beziehungsweise die Intensität. Entweder man lässt es automatisch machen, dann macht es das Auto, regelt das ab, je nachdem auch, wie der Verkehr ist. Oder man sagt, man möchte es lieber selbst in die Hand nehmen. Und dann gibt es drei verschiedene Levels an Rekuperation. Gibt es Level 0. Also wir haben die drei Modi, entweder den automatischen Modus oder wenn man lange anhält, hat man Level 0. Level 0, das ist, da segelt man dahin. Level 1,
dann kann man hier links weiterschalten, Level 1, 2 oder 3. Bei 3 bremst er dann schon ordentlich ab. Ansonsten kann man hier links auch selber immer dazu bremsen, aber da muss man einen starken Magen haben, weil das bremst schon ziemlich ruckartig. Der Kia e-Soul lädt mit bis zu 100 Kilowatt maximalem Ladestrom. Von 20% auf 80% Kapazität dauert eine Ladung damit 42 Minuten, bei beiden Akkuversionen gleich. An der Haushaltssteckdose lädt man sich, wie erwartet, einen Wolf. Denn hier sind es über 11 Stunden bei der 39,2 Kilowattstunden Version und utopische 17 Stunden und 50 Minuten für die 64 Kilowattstunden Version. Kann man also eigentlich voll vergessen. Selbst an so mancher 7,2 Kilowatt Ladestation, die draußen hervorkommt, braucht es knapp 4 bzw. 6 Stunden, um von 20% auf 80% aufzuladen. Auch zu lang. Aber das bedeutet natürlich, und man kann es gar nicht oft genug sagen, es steht und fällt mit der Ladeinfrastruktur. Eine große Reichweite bedeutet eine große Batterie und das hat natürlich seinen Preis. Die Basisversion gibt es ab 34.000. Diese Version, also die Top-Version, die auch mit der größeren Reichweite einherkommt, gibt es ab 38.000 und ist jetzt schon erhältlich. Musik.